Haben Sie Kinder, Joe? Nina. Ihr Name ist Nina. 235 East 31st Street. Ich habe von solchen Orten gehört. Wenn sie da ist, hol ich sie raus. McCleary hat gesagt, dass sie brutal sind. Kann passieren. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe, zur sommerlichen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir in der Leitung die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Moin, Erik. Kate, du bist übrigens gerade wieder leiser geworden. Das nur als nebenbei. Ich rede aber ganz normal. Hallo, guten Tag. Ja, wir haben für euch jede Menge Filme mitgebracht, trotz der sommerlichen Temperaturen. Obwohl vielleicht gerade deswegen, weil kann man ja schön ins Kino gehen. Also es ist klimatisiert, gibt es gekühlte Getränke und wir waren in das... Ja, genau. Was trinkst du immer? Cola oder nee, Evian? Jetzt ja? Gerade habe ich eine schöne kalte Coke Zero. Ja. Hey, bist du da jetzt so wie der in der Werbung da, der Bauarbeiter, wo dann die ganzen Sekretären sich danach verzehren? Das ist Cola Light und ich bin vielleicht Manuel Neuer. Der ist aber gerade krank, ne? Ja, vielleicht hat er deswegen Zeit, Podcast aufzunehmen. Vielleicht. Lasst uns mal mit den Scherzen aufhören und mit der Sneak Preview beginnen, denn das war ein relativ ernsthafter Film. Der heißt im Deutschen, in Anführungszeichen im Deutschen, A Beautiful Day, weil im Original heißt der nämlich You Were Never Really Here. Und ein Film mit Joaquin Phoenix. Der Film lief auf den Filmfestspielen in Cannes, wurde dort 2 Tage vor den Filmfestspielen gerade noch so fertiggestellt, diese Schnittfassung. Und diese Schnittfassung ist auch die, die wir jetzt zu sehen bekommen im Kino. Der ist in Cannes sehr, sehr gefeiert worden, der Film. Da hat auch Joaquin Phoenix eine Auszeichnung als bester Darsteller bekommen und Lynn Ramsey, die Regisseurin / Drehbuchautorin, hat den Preis bekommen für das beste Drehbuch. Und ja, ich habe mich auf den Film gefreut. Er war ja bei den Tipps mit dabei. Da habe ich gedacht, okay, den würde ich von den Tipps eigentlich am liebsten sehen. Und der kam dann auch. Der Film macht es einem am Anfang erstmal nicht so einfach. Der ist ein bisschen sperrig. Es geht darum, dass Joaquin Phoenix ein Auftragskiller ist. Das erschließt sich einem aber noch nicht so ganz am Anfang, weil irgendwie handelt er wie so ein Psychopath. Man sieht ihn da in so einem Hotelzimmer, so mit Blut und irgendwas. Und dann legt er sich aufs Bett und zieht sich eine Tüte über den Kopf, weil er irgendwie da durch diese, wie heißt das, Asphyxia, ne? Also wenn man die durch Luftmangel zur Erregung kommt, ja, weil er sich da irgendwie einen Kick geben will. Und dann sieht man aber, dass er irgendwo hingeht zu einem Bekannten und einen nächsten Auftrag bekommt. Und einer von diesen Aufträgen, die er bekommt, ist eben ein entführtes Mädchen wieder zurückzuholen. Ein Senator heuert ihn an, dass er seine Tochter zurückholen soll, die verloren gegangen ist. Und er nimmt an, dass er hat so eine Nachricht bekommen oder einen Anruf bekommen und der wurde zurückverfolgt. Und da wurde festgestellt, dass das aus so einem bestimmten Haus kam, was so bekannt ist als so ein Schuppen für Kinderprostitution oder so ein Kinderbordell halt. Und der Senator heuert Joaquin Phoenix an, dass er dort seine Tochter rausholen soll. Und weil er weiß, dass Joaquin Phoenix auch ziemlich skrupellos ist in dem, was er tut, der hat jetzt nicht so die Schusswaffen oder irgendwas. Sein Lieblingswerkzeug ist so ein Hammer, so ähnlich wie bei Oldboy. Gibt er ihm noch mit auf den Weg, also er soll da so nach dem Motto keine Gefangenen machen, also wenn da irgendwo was ist, der da seiner Tochter irgendwie wehgetan hat, dann sollen die alle richtig schön leiden. Und so macht er sich dann auf die Spur und es ist dann aber alles nicht ganz so, wie es am Anfang aussieht. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen, weil da gibt es noch ein paar kleine Story Wendungen und Änderungen und über die man sich schön Gedanken machen kann, die will ich jetzt mal nicht so ausbreiten.
müsste es eigentlich gewesen sein. Wir sehen so in so ein paar Rückblenden, also wenn man die Filmbeschreibung durchliest in den diversen, also in der Presse und so, steht halt immer da, dass er als ein ehemaliger Marinesoldat ist und jetzt als Auftragskiller arbeitet. Das kommt im Film nicht ganz so stark raus. Also man sieht jetzt nicht, wie er so im Einsatz ist und dann irgendwie da ein Trauma bekommt und dann wieder zurückgeht und dann nicht mehr in sein Leben zurückfindet, sondern das wird eher so in ganz kurzen Rückblenden und man überlegt sich dann, könnte das dazu geführt haben, dass er so ist, wie er jetzt ist? Aber das bleibt mehr oder weniger offen. Und er lebt anfangs noch, oder er lebt mit seiner Mutter zusammen im Haus, um die er sich dann auch kümmert. Und die weiß gar nichts davon, was er so treibt. Ja, ich glaube, das war's, oder, Chris? Habe ich noch irgendwas? Das war's, ja. Letzten Endes ist es wirklich wie nicht, also der Film wird ja beworben mit, ja, irgendwie das Taxi Driver des neuen Jahrhunderts. Ja, also dadurch, dass es halt ein Killer ist, der ziemlich rabiat vorgeht und ein junges Mädchen, die sich prostituiert. Aber letzten Endes sind da nicht viele Parallelen zu Taxi Driver. Ich finde es ein bisschen weit hergeholt, diesen Vergleich. Aber wir blicken natürlich schon tief in die Seele von Joaquin Phoenix rein, wenn er da seine Aufträge abzieht. Die Kameraeinstellungen sind immer sehr, sehr ungewöhnlich. Deswegen wirkt der Film auch sehr sperrig, auch so vom Schnitt her. Manchmal ist es wirklich ganz knallhart drauf auf allem und manchmal werden so die entscheidenden Szenen irgendwie weggeblendet oder einfach so, dass dann der Gräuel im Kopf entstehen muss. Und ja. Ja. Und? Ja, ja. war nach dem Film ein bisschen platt, wenn ich ehrlich bin, also weil halt, wie du schon sagst, er lässt viel Spielraum für die eigene Fantasie und ja, es ist halt so ein bisschen ein Mischmasch. Ich denke, Leon der Profi ist auch noch irgendwie ein bisschen mit drin. Ah, stimmt, ja. Sieht man alleine auch schon vom Filmplakat her und ja, wie gesagt, also soll es nicht heißen, der Film war schlecht, aber er war anders. Es war mal ein ganz anderer Film, der Spannung erzeugt hat, der auch wieder ohne große Dialoge auskam. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich gerade die "Es wird nicht viel geredet" Wochen in der Sneak. Und ja, einfach diese Stimmung, die der Film aufbaut, die ist hochinteressant. Und auch diese völlige, ich will jetzt nicht sagen Zerrissenheit, aber trifft es, glaube ich, am ehesten. Also wirklich diese Probleme, die Joaquin Phoenix hat, die werden halt relativ deutlich und die werden auch sehr, sehr deutlich immer wieder dargestellt und zeigen, auf der einen Seite zeigen sie die blanke Brutalität von ihm, anders kann man es nicht sagen, und auf der anderen Seite auch wieder, was für ein zerbrechlicher Charakter eigentlich er ist. Und das finde ich das Starke an dem Film, ja, diese Balance zu haben, diesen Mittelweg zu finden, mal so, dann auch wie der Umgang mit seiner Mutter ist, wieder dann hier, dann auf der nächsten Situation, dann ja, räumt er wieder gewalttätig auf, also das war schon krass und halt, ja, auch am Ende, ich fand das Ende noch ganz gut, ohne jetzt zu spoilern, da hätte ich nicht mit gerechnet, erstmal. Dass noch sowas passiert. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, klar. Und ja, insgesamt so, das ist ein Film, der, denke ich, schwer zu beurteilen ist eigentlich, weil er jetzt nicht wirklich hier das die großen Glanzlichter setzt. Aber ich finde, Joaquin Phoenix spielt unglaublich gut. Er hat halt in dem Film eigentlich die Mimik, die sonst Vin Diesel hat. Also die Mimik von einem Kühlschrank. Aber nee, passt. Also für mich war es insgesamt doch eine runde Sache. Ja. Ist halt, der Zuschauer wird bei vielen, vielen Sachen hier irgendwie allein gelassen, wo jetzt andere Filme meinen, sie müssen irgendwie alles erklären. Das macht es halt echt schwer. Was mich gewundert hat, dass wirklich so viele auch drin geblieben sind. Denn für mich ist dieser, ja, Beautiful Day, ist ja so ein richtig ein reiner Arthouse-Film mit leichten kommerziellen Anwandlungen, würde ich es mal nennen, was dazu führt, dass halt diese kommerziellen Anwandlungen, die machen es immer wieder ein bisschen einfacher, dann reinzukommen, aber letzten Endes ist es wirklich fast reiner Arthouse, was wir da gesehen haben, sowohl von Kameraeinstellungen, als auch von der Art und Weise und das
ja, ich weiß nicht, ob es das so geplant war oder ob es so ein bisschen so ein Zugeständnis war, damit man eben nicht ganz so weit in die Arthouse-Ecke abrutscht oder ob da ein geschickter Mittelweg gefunden wurde. Auf jeden Fall das Sneak-Publikum, das ja nicht weiß, was einen da erwartet, da ist zumindest keiner rausgegangen, obwohl gerade bei solchen Filmen, die sehr arthausig sind, wird dann schon gern mal so eine Massenflucht angetreten, wenn man dann merkt, so okay, das ist jetzt überhaupt nichts für mich. Also es hat anscheinend so die breitere Masse dann auch getroffen. Und jeden hat es irgendwie interessiert, wie denn das jetzt weitergeht. Obwohl der Film zwischendrin hat er auch so lange Phasen gehabt, wo man eigentlich dachte, ja okay, was passiert denn jetzt nun? Und dann ist wieder irgendwas total Seltsames passiert. Ich will das jetzt nicht genau benennen, aber wo er zum Beispiel in der Küche auf dem Boden sich legt, ne? Du weißt es. Ja. Das sage ich, meine ich ja auch mit dieser Verletzlichkeit wieder. Wo man denkt, oh, was jetzt? Also er ist halt einerseits zu bestimmten Personen wirklich ein eiskalter Killer und / Psychopath auch, weil der hat halt wirklich einiges zu verarbeiten aus seiner Vergangenheit und das ist nicht nur das Kriegstrauma. Vielleicht war das Kriegstrauma eher noch das geringere Problem, was er da hat. Und das lässt er halt dann aus in solchen Momenten. Und dann ist er aber wieder gegenüber anderen Personen absolut fürsorglich. Also auch zum Beispiel die in diesem Gemischtwarenladen da zum Beispiel, da hätte er auch anders reagieren können. Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ich fand es gut, dass wir den in der Sneak Preview hatten. Ja. Könnte mir auch durchaus denken, dass der vielleicht sogar im Oscar-Rennen nächstes Jahr irgendwie eine gewisse Rolle spielen wird. Jetzt gucke ich mal nach. Ach nee, der ist 2017 schon in den USA gestartet. Oder steht zumindest auf IMDb mit Datum 2017. Jetzt weiß ich nicht, ob der da noch... Hätte es zumindest mal verdient gehabt vom darstellerischen her von Joaquin Phoenix. Ja. Kate hatte der dich nicht auch interessiert, der Film? Eigentlich doch, ne? Hatte ich irgendwie. Ja, eigentlich schon. Hm. Wobei der letzte Woche mich noch mehr interessiert hatte. Aber so echt gut. Der letzte Woche, der, ja, fand ich auf seine Weise genauso gut jetzt. Also ich fand beide ungefähr, ja, auf seine Weise stark. Das hier war halt, also der andere, der Horrorfilm da, der war halt schon sehr mainstreamig, fand ich. Während hier Beautiful Day ist halt wirklich eher so ein bisschen arthausig. Also ich glaube nicht, dass der die riesengroßen Besucherzahlen bekommen wird. Da können wir dann, wenn der dann anläuft, wann läuft er an? 26. April steht hier in der IMDb. Mhm. Werden wir dann sehen, aber ja, ich glaube nicht, dass der so viel ins Kino zieht. Ich glaube da, mal gucken, der andere hier, wie hieß er gleich? Sag kein Wort, nee, wie war's? Quiet Place. Quiet Place, genau. Gar nicht drin, ha? Ist der nicht letzte Woche gestartet? Du kannst Fragen stellen. Der ist doch letzte Woche gestartet, oder? Ich gehe eigentlich davon aus. Ja. Der läuft ja, ja klar, der läuft. Also der ist hier nicht in den 25 Besten drin in Stuttgart. 12. April, der ist schon vor 2 Wochen gestartet. Achso, dann ist er wahrscheinlich schon wieder raus. Hm. Naja, okay, abschließende Wertung also von mir. Ich glaube, ich hatte 8 Punkte gegeben, ne? Hast du, ja. Ich habe ihm 7 gegeben. Ja, das ist ja immer nah beieinander trotzdem. Und dann kannst du gleich mal überleiten in das Thema Sneak-Tipps für morgen. Ich kann überleiten, das ist arg lieb. Ja, der Tipp für morgen, für die Sneak-Nummer, da hören wir den Schweigen drüber, 946, genau, ist Gegeneinander. Aber auseinandergeschrieben. Ja, es war auseinandergeschrieben. Hat das irgendwas zu sagen eigentlich? Weiß ich nicht, es war auseinandergeschrieben. Ich gebe es ja nur weiter. Okay. Und wie, was ist da so getippt worden, Kate? Also der Erik hat ganz viel getippt. Oh, der fleißige Erik. Der Erik hat sogar sehr, sehr witzige Sachen getippt, wo ich nicht mal ansatzweise glaube, dass sie jemals in einen Sneak laufen würden. Bitte? Also zum jetzt Beispiel bin ich gespannt. Hat der liebe Erik als allererstes getippt, Avengers Infinity War. Ja klar, gegeneinander. Klar, die das passt ja an sich schon, aber glaubst du ernsthaft, dass ein Avengers in das Sneak kommt? Man kann doch hier mal Wunschtipps äußern, ne? Ja. Dann hast du dann noch. Dann sehe ich sogar mal wieder einen Superheldenfilm im Kino. Eleonore und Colette.
Ja, mein Lieblingstipp, den hatten wir nämlich schon. Ja, den Film hatten wir schon, gell? Ach, ja, das war 944b am 9.4. Ach, aber ja, ist egal. Erik guckt ihn nochmal an. Der hat kann nicht. Dabei dachte ich gerade, der würde am ehesten passen. Ja. Dann hast du noch getippt, Early Man. Steinzeit bereit. Ja, ist der neue Film von den Wallace & Gromit-Machern. Und der lief nämlich in einigen anderen Sneaks tatsächlich. Und da geht es darum, dass so eine kleine Urmenschen, die leben in ihrem Tal, denen geht es da soweit ganz gut, hier mit ihrem Speer und sonst was, jagen sie immer mal kleine Tiere. Und plötzlich, die haben auch ein bisschen die Zeit verpennt, plötzlich stehen irgendwelche aus der Bronzezeit schon vor ihnen da mit völliger Rüstung und was und fordern die zu einem Fußballspiel heraus. Okay. Und deswegen gegeneinander könnte sein, ne? Und dann hat noch die Kathi getippt, Feinde Hostel. Das ist der, den ich letzte Woche getippt hatte. Das ist dieser Western mit Christian Bale, wo es um zwei, oder ist noch so ein Indianer, und die kennen sich aus dem Krieg irgendwie und müssen dann plötzlich, sind irgendwie zusammen und müssen irgendwie miteinander klarkommen. Ja, also dieser Early Man, der hört sich lustig an, aber die fanden den alle nicht so toll. Muss ich jetzt mal. Aber ja, ist vielleicht ganz trotzdem ganz interessant. Vielleicht, wenn, dann funktioniert da vielleicht in der Sneak mit der Stimmung, die dann entsteht, wenn ein schlechter Film kommt oder so. Da kommen ja dann irgendwelche Kommentare und so. Warum nicht? Urmenschen, die Fußball spielen, könnte interessant sein. Okay, ich habe noch einen Film geschaut, nämlich Pacific Rim 2. So heißt er im Deutschen. Im Original heißt er Pacific Rim Uprising. Nachdem ich ja begeistert war vom ersten Teil, ich kann es nicht anders sagen, ich stehe auch dazu, den Guillermo del Toro gemacht hat, der danach ja Shape of Water gemacht hat, von dem war ich nicht so begeistert. Da fand ich schon das mit den riesigen Robbern besser. Und da ging es halt darum, dass es ein... Hui, oh. Ui, jetzt Live-Atmosphäre okay. aus. hätte sie wenigstens ein Mikrofon runterdrehen können vorher. Okay, ich rede einfach mal über Pacific Rim 2. Ja, erzähl mal über Pacific Warte Rim, mal. Während hier mein Hund gegen die Roboter kämpft. Okay, also in Pacific Rim 1, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, was schade ist, weil es ist ein cooler Film und er hat nicht viel mit Transformers zu tun, wie manche das sagen. Pacific Rim 2 gibt es so einen Riss im Pazifik, wie der Name schon sagt. Und der wurde auf der anderen Seite des Universums irgendwo geöffnet und da kommen irgendwelche Aliens auf die Erde. Das sind so riesige Wesen, die dann ja, die Menschen bekämpfen. Und was könnte man riesigen Aliens wohl entgegensetzen? Keine Waffen? Nein, man baut Roboter, die ebenso groß sind wie diese Aliens. Ja, Roboter! Genau, und aber das sind jetzt keine Roboter in dem Sinne, sondern da stecken tatsächlich Menschen in dem Kopf drin, die eben, wo halt quasi die Bewegungen dieser Menschen quasi direkt die Bewegung des Roboters auch dann ausführen. Das heißt, wenn der einen Arm hebt, dann heben die auch den Arm hoch. Und gibt noch so einen kleinen Kniff, nämlich, dass die ja, die werden halt so, die Steuerung erfolgt halt über Gedanken und da müssen halt immer zwei oben drin sitzen in diesen Robotern, weil da eben viel Gedankenkraft notwendig ist, um diesen Roboter zu steuern, ne? Und die müssen halt synchronisiert laufen. Das heißt, das müssen auch welche sein, die irgendwie sich ganz gut verstehen, so kurz gesagt auf einer Wellenlänge liegen, ja? Und das war im ersten Teil ganz gut. Da hat nämlich... da hat hier der wie heißt der Luther-Darsteller, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Also auf jeden Fall, Mensch, wie hieß er denn nur? Idris Elba jetzt, genau, Idris Elba. Der hat den Leiter dieser Einheit gespielt. Charlie Hunnam hat den einen Piloten gespielt, dann gab es noch ein paar andere. Und im ersten Teil hat ziemlich gut funktioniert, dass diese Chemie zwischen den Personen in dem Team, die war einfach richtig cool. Das heißt, da war so ein Team, hat halt jeder so seine Backe gehabt und irgendwie, wie es halt immer so ist, mussten sich halt zusammenraufen und der Charlie Hunnam, den man aus Sons of Anarchy kennt und so, und der Idris Elba als Chef, das war schon echt eine coole Nummer und es hat gut funktioniert, die Chemie hat gestimmt, die Kämpfe waren irgendwie spektakulär, dann gab es auch Witz drin, weil Charlie Day mit dabei war, der von It's Always Sunny in Philadelphia.
Der neue Film, Pacific Rim 2 Uprising, macht meines Erachtens so ziemlich alles falsch. Das Einzige, was er richtig gemacht hat, war, dass sie jetzt gerade den Rising Star besetzt haben, nämlich John Boyega, den man ja aus Star Wars kennt hier, das Erwachen der Macht zum Beispiel und so weiter. Der übernimmt jetzt quasi die Rolle des Charlie Hunnam aus dem ersten Teil, denn dieser neue Film spielt x Jahre nach dem ersten Teil. Was zur Folge hat, dass alle, fast alle coolen Leute aus dem ersten Teil einfach nicht mehr da sind. So. Die hatten wahrscheinlich auch keine Lust, dort mitzuspielen, was ich auch verstehen kann, nachdem sie das Skript gelesen haben. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die kleinen wenigen Überraschungsmomente kaputt mache, die der Film bietet. Der neue Film Pacific Rim 2 korrumpiert auch seinen Vorgänger. Und das finde ich sowas von fatal, wenn dann nämlich plötzlich bestimmte Personen ganz anders agieren und Rollen spielen, als sie es in dem alten Film getan haben. Und einfach nur so, damit die Story irgendwie eine Wendung bekommt, da muss sich halt jemand dann plötzlich ändern. Das ist wie in manchen schlechten Serien. Du guckst irgendwelche Serien an, da gibt es bestimmte Personen und plötzlich in der dritten Staffel wird die eine Person plötzlich böse, weil das eben das Skript so verlangt und weil denen sonst keine Ideen mehr eingefallen sind. Und ja, und hier ist es dann so, der Riss ist mittlerweile verschlossen, aber durch bestimmte Machenschaften werden neue Risse geöffnet, die dann wiederum Kaijus auf die Erde transportieren und dann müssen natürlich die wieder kämpfen. Die Kämpfe sehen spektakulär aus, gerade auf der großen Leinwand und so, das sieht schon alles cool aus. Wenn dann so die riesigen Viecher da durch die Stadt und alles mögliche da in Schutt und Asche legen, das sieht schon gut aus, rein technisch gesehen, aber von der Story her hat der Film mir überhaupt nicht gefallen. Das war also gut, der erste Teil, der hatte ja schon nicht gerade eine Story, die Bücher gefüllt hätte, ja, sondern eher, sag mal, ein paar A4 Seiten. Aber die haben es halt geschafft, durch das Gefühl, dass alle irgendwie Bock drauf haben auf diesen Film, dass die alle irgendwie Spaß dran haben an dem, was sie tun. Das ist hier völlig abgegangen. Das hat sich alles unnötig ernst genommen und es war einfach nicht so gut wie der erste. Und da hätte man wirklich so viel draus machen können, was so schade ist. Ja, bei richtig guten Darstellern, dieser Stephen S. D. Knight, der da hat nichts mit Knight Rider zu tun, irgendwie, keine Ahnung, also dieser Regisseur, der jetzt in dem neuen, der hat, was hat denn der noch so gemacht, jetzt muss ich doch mal einen Blick hier reinwerfen, Producer war der viel, Director hat er 5 Credits drin, der hat mal eine Folge von Marvel's Daredevil gemacht, eine Folge von Dollhouse, also richtig viel Filmerfahrung hat er auch noch nicht gehabt und ich weiß nicht, das Drehbuch, nee, also ich will mich jetzt auch nicht zu lange dabei aufhalten, es ist so ein Film, er ist soweit ganz okay, ja, aber bei dem, was der erste Teil vorgelegt hat, wo alle dachten, okay, jetzt setz nochmal eine Schippe oben drauf und dann, nein, wird einfach mal, ja, wirklich das in B-Movie-Manier einfach weitergeführt, irgendwie so einen ganz billigen Story-Trick, Plot-Trick und aber trotzdem mit viel Geld für Effekten. Also man sieht, da war offensichtlich Geld da. Deswegen, ja, ich gebe dem Film 5 von 10. Ich finde es gerade sehr, sehr spannend, dass du ihn so zerreißt, mehr oder weniger. Weil ich fand den ersten Pacific Rim dämlich. Echt? Den, wo du uns gerade so gelobt hast, ich fand den so rotzedämlich, ganz ehrlich, mit diesen Bewegungen. Und oh ja, hier müssen wir da und oh. Boah. Und die Dialoge waren derart platt und die Charaktere waren so überhaupt nicht greifbar für mich. Und ich habe echt gedacht, so, okay, cool, Roboter und Aliens und boah, aber boah, nee. Und jetzt zerreißt du den zweiten, der den ersten gut fand. Das heißt, entweder gucke ich den zweiten an und feiere den total, oder ich kann mir einfach die Zeit definitiv sparen. Ich glaube, du kannst dir die Zeit sparen. Also wenn du den ersten... Ja, das glaube ich nämlich so, auch. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar hierfür gerade. Wenn du den ersten nur deswegen, schon so naja fandest, dann ja, findest du den zweiten... Nee, ich fand ihn nicht nur naja, ich fand ihn
Echt mies. Ich hätte ihm nicht mal ich hätte ihm ja vielleicht mit viel Wohlwollen 5 Punkte gegeben. Ich bin ja auch jemand, ich mag ja die Godzilla-Filme, ne? Also ja, das ist so was anderes. Riesige durch die Städte und so. Ich fand das dann schon irgendwie auch so von der Art her. Ich fand den ersten cool. Ich gucke den gerne an. Da lief er einige Male dann auf Sky und so. Da habe ich den immer laufen lassen, wenn der gerade lief. Ja. Okay. Aber warte mal, ich habe noch einen schlechteren geguckt. Oder habt ihr noch was? Ich muss mal kurz gucken. Nee, stimmt. Ich hab eine Serie nachher. Ach so. Ah. Ja, wir haben einmal Serie haben wir zu bieten. Oder hast du nicht zwei Serien? House Rules gilt in dem Fall nicht als Serie, oder? Nein, das zählt nicht als Serie. Und hört auf, drauf rumzureiten. Warte mal, ich habe noch einen schlechten. Ich gehe den ganzen Tag gestern so. Ich hab noch einen richtig schlechten. Ihr seht es ja vielleicht schon im Dokument. Der Film heißt Ice Sharks. Und der deutsche Zusatztitel... Denn natürlich kommt so ein B-Movie nicht ohne deutschen Zusatztitel aus, hat Der Tod hat Rasiermesser scharfe Zähne. Und der lief auf Sci-Fi HD. Oh mein Gott, Mann. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich mag ja Hai-Filme per se. Ich gucke ja alle möglichen Hai-Filme. Und es gibt ja ganz gute Hai-Filme und weniger gute. Es gibt ja keinen richtig guten Hai-Film, außer der Weiße Hai. Hier, also ich mache es jetzt auch, ich halte mich da nicht lange auf. Übrigens, was lese ich hier gerade? Hier in der Beschreibung Ice Sharks, in Klammern, nicht zu verwechseln mit dem anderen Film Snow Sharks. Okay. Ich sehe, ich muss da noch einen Film gucken. Also Ice Sharks. Es geht darum, dass eine Forschungsstation ich glaube in der Antarktis oder so, also welchen von den Polen kann man unterschiffen mit einem U-Boot? Also der Pol auf jeden Fall. Ist jetzt der Südpol oder Nordpol? Einer von den beiden. Ich glaube, das ist Südpol, ne? Weil das ist ja eine große Eisscholle. Jedenfalls, da haben die eine Forschungsstation auf so Eisschollen. Und gibt es plötzlich unerklärliche Todesfälle, die auch, Achtung jetzt Ironie, nahezu perfekt inszeniert sind und natürlich überlegen alle, Mensch, was ist da passiert und so, kommt das hier von irgendwelchen Eisbären oder sind die von Eisbären attackiert? Ah nein, die sehen dann riesige Bissspuren, die es da gibt und nein, das kann kein Eisbär gewesen sein und stellen dann fest, da treiben eben diese Eissharks im Wasser unter der Eisscholle hauptsächlich und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, die Eisscholle, die bricht dann ab von dem großen Shelf und treibt dann so quasi auf dem Wasser und zerbricht dann auch noch und ja, die Eissharks, die kommen halt von unten immer mehr und letzten Endes dann sinkt sogar die Forschungsstation, irgendwie so 100 Meter tief ist dort das Wasser und dann sind sie sogar noch unter Wasser und die ist aber irgendwie so halbwegs abgedicht, dass das hält und dann überlegen sie, wie kommen wir jetzt da raus und müssen halt dann doch den Weg durchs Wasser antreten, also quasi mit Sachen irgendwie tauchen und so. Ein ganz riesengroßer Käse ist das. Der ist noch nicht mal irgendwie so charmant gut, dass wie jetzt Sharknado oder so, die ja schon wussten, dass sie einen Scheißfilm machen wollen, ja, und dann wenigstens so ein bisschen Selbstironie mit reingebracht haben. Der Film, der nimmt sich blöderweise sowas von ernst und die Schauspieler sind sowas von schlecht. Das ist also Laienspielniveau, also das ist irgendwie Schülertheater, fünfte Klasse oder so, keine Ahnung. Also hei, ist das schlecht. Also wirklich, wirklich schlecht, der Film. Der ist nicht mal so schlecht, dass er Spaß macht, der ist einfach nur schlecht. Und auch wenn jetzt hier das Poster und das Cover oder so vielleicht vermuten lässt, dass da vielleicht irgendwie ein bisschen wenigstens Trash noch. Der ist einfach richtig, richtig schlecht. Kann man noch nicht mal Spaß haben, so schlecht ist der. Ja. Also ich möchte davor warnen, vielleicht ist der Snow Sharks, mit dem man diesen Ice Sharks nicht verwechseln sollte, vielleicht ist der ja besser. Ich kann das nicht beurteilen hier. Vielleicht ist es auch eine Reihe. Die arktische Hai-Reihe, keine Ahnung. Könnte sein. Ich weiß nicht. Ja. Die Würfel sind gefallen, höre ich da im Hintergrund. Ja, so ist wahr. Ich geb Ice Sharks auch keine Wertung, das ist einfach so schlechter. Wir werfen mal einen Blick, was so im Kino neu anläuft. Mal gucken, ob da was dabei ist. Kinocharts und Neustarts.
bei den Charts sieht es wie folgt aus. Hier in Stuttgart, Platz 10, Midnight Sun, alles für dich. Platz 9, Tomb Raider. Platz 8, Black Panther. Ach, apropos, wenn der Film dann auf DVD und Blu-ray erscheint, gibt es was Kleines von dem Filmverleih. Da werden wir wahrscheinlich einiges zu verlosen haben. Und wir bekommen vorher auch Rezensionsexemplare, weil ihr beiden habt es ja leider nicht ins Kino geschafft zeitlich. Dann könnt ihr das mal sichten. Dann bin ich dann auf eure Wertungen gespannt. Wir bekommen das dann ein bisschen vorab. Ja. Er hat, dadurch, dass wir ein Rezensionsmaterial bekommen, hat er schon einen Punkt sicher. Okay, du bist also käuflich, höre ich da raus? Nee. Du nicht. Okay, Black Panther, ja, vormerken, also das kommt aber erst im, was hat die geschrieben, also dauert noch ein Stück, bis der dann im Heimkino kommt. Platz 7, Ghost Stories. Platz Nummer 6 ist Steig nicht aus, den wir auch mal in einer Sneak Preview hatten. Platz 5 ist Peter Hase. Platz 4 ist A Quiet Place, den hatten wir auch in der Sneak Preview. Platz 3, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und Platz 2 ist der Sechspakt. Platz 1 ist immer noch Ready Player One. Kann ich auch immer noch wärmstens empfehlen, den noch anzuschauen. Auch ein geiler Film fürs Kino. Guck mal, Pacific Rim ist hier gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich am Ausklingen, deswegen läuft er auch jetzt schon in den kleineren Kinos. Also Platz 15 sehe ich hier. So, in der nächsten Woche am 26.04. starten hier in Stuttgart folgende Filme. Zum einen Avengers Infinity War. Das ist aber was, wo ihr eigentlich, da geht ihr bestimmt rein, oder? Da sind, ja, sind doch alle dabei, oder? Ja. Alle eure Helden. Nee, außer einer fehlt. Von Hawkeye ist nichts zu sehen in diesem Film. Ah. Wird er noch gespielt von Dings hier, vom Hurt Locker, ja, hier? Ja, Jeremy Renner, ja. Ja, aber irgendwie, er steht auf dem Plakat noch in einem Trailer zu sehen. Also wenn da kein Bogenschützen mitspielt, gucke ich das nicht an. es startet auch noch A Beautiful Day, für die ein bisschen weniger kommerziellen Film sehen wollen als Avengers. Es startet auch dieser vorhin erwähnte Early Man, Steinzeit bereit, von Nick Park. Madame Auf den hätte ich irgendwie jetzt Bock, ich weiß auch nicht. Ich auch, aber eigentlich mag den Titel. Fußballspiel in der Steinzeit. Madame Aurora und der Duft von Frühling ist eine Feel-Good-Komödie, die trotz über eine Frau, Aurora, die trotz aller Widrigkeiten des Lebens nicht die Hoffnung verliert, auch im Alter noch das Glück zu finden. Ist das eine neue? Also entweder, hier steht jetzt keine weitere Info, entweder ist es eine neue Verfilmung oder eine Wiederauflage. Nee, Produktionsjahr 87. Also kommt wieder ins Kino, nämlich der allererste Hellraiser. Hellraiser, das Tor zur Hölle. Der ist ja in Deutschland jetzt auch mittlerweile vom Index. Da wird er hoffentlich ungeschnitten im Kino laufen. Schöner Horrorfilm, kann man gucken. Wer mal Pinhead sehen will und sehen will, woher die ganzen Sachen da kommen, auf was viele moderne Horrorfilme referenzieren, unbedingt mal anschauen. Draußen in meinem Kopf, in dem ausgezeichneten Drama über die schwierige Beziehung zwischen einem Querschnittsgelähmten und seinem Pfleger, feiert Samuel Koch sein Spielfilmdebüt. Der junge Mann, der damals bei Wetten, dass den Unfall hatte. Mhm. Maybe Baby, eine deutsche Independent-Komödie von und mit Julia Becker um eine stagnierende Ehe, die verfluchte biologische Uhr und die geheime Lust, sich eine Affäre zu gönnen. Eieiei. Dann kommt noch ein Science-Fiction-Drama über den, das heißt Grain, Weizen, über den Untergang der Menschheit durch eine Krankheit, die genetisch verändertes Saatgut befällt. Oh, das ist natürlich ein heikles Thema. Der läuft bei uns nicht. Dokumentation läuft auch nicht. Das war's dann eigentlich mit den Sachen, die bei uns anlaufen. War da für euch was dabei, außer Avengers noch? Early Man? Ja. Early Man, ja. Early Man. So, ja, ich glaube, der Film über Fußball geht, glaube ich, in Italien oder Niederlande jetzt gerade nicht so, oder? Ja, aber die können auch bei Ikea arbeiten. Genau. Weil die Schweden, die müssen ja gucken, ne? Ja. So, Serien habt ihr geguckt, sehe ich hier. Serien.
Beziehungsweise eine steht hier drin. Ja. Hadi Kate, hast du schon alles gesehen wieder? Ja. Wo nimmst du die Zeit her? Das geht irgendwie. Also, Netflix hat eine neue Serie rausgehauen und zwar Lost in Space. Verschollen zwischen fremden Welten. Ist eine Neuauflage der ikonischen Science-Fiction-Serie aus den 1960er Jahren, wo die Familie Robinson zwischen fremden Welten verschollen ist. Dieses Mal ist es ein bisschen in die Jetztzeit transportiert. Das heißt, Mrs. Robinson ist alleinerziehend. Der Mann hat sie verlassen, um Soldat zu sein. Und sie ist Wissenschaftlerin und auch ihre Kinder sind ziemlich hochbegabt. Und sie wurde auserwählt, zusammen mit ihren Kindern auf eine Raumstation zu gehen, denn die Erde steht vor ihrem Ende. Die Erde wird von einem riesen Meteoriten getroffen und oder soll getroffen werden. Und man bereitet sich darauf vor und man bildet quasi Familien aus, um in einer neuen Welt überleben zu können. So, da sind auch schon ein paar losgezogen in diese neue Welt und sie gehören jetzt auch zu der Mission dazu. Sie hat eine Tochter von einem anderen Mann, die ist auch dunkelhäutig. Und zwei Kinder noch mit ihrem jetzigen Nochmann, dem John. Und ja, sie wurde halt ausgewählt und dürfte jetzt auf die Raumstation in diese neue Welt. Und John ist aber davon nicht ganz so begeistert und sagt, du kannst mir meine Kinder nicht wegnehmen. Und quittiert quasi den Soldatendienst, um mit auf diese Raumstation zu gehen. Um eben bei deinen Kindern bleiben zu können. Und auf der Raumstation passiert dann aber ein Unglück. Die werden von irgendwas angegriffen und die Raumstation hat so Raumschiffe, die sogenannten Jupiters. Und jede Familie hat eine Jupiter. Und mit denen flüchten sie dann und landen auf einem unbekannten Planeten. Und darum geht es in der ersten Staffel, dieser unbekannte Planet und wie man darauf überlebt und was hat die Raumstation angegriffen und wie kommen sie wieder von dem Planeten runter und wie kommen sie zurück auf die Raumstation, um dann weiter zu fliegen in die neue Heimat. Darum geht es in dieser ersten Staffel. Quasi so wie The 100. Ein bisschen. Tatsächlich ist es, muss ich sagen, es ist eine Mischung aus Lost, The 100 und irgendwas im Weltraum. Also muss man tatsächlich so zusammenfassen. Es ist ziemlich gut gemacht. Also die Kids, es gibt immer so Rückblenden, wie die in so Camps gehen und sie ausbilden lassen und dann müssen sie irgendwelche Prüfungen bestehen. Und die drei sind echt richtig fix im Kopf. Die Älteste wird zur Ärztin ausgebildet in einem rapiden Tempo. Das ist, also die muss einfach nur noch Prüfungen bestehen, die muss sonst nichts groß machen. Aber es macht ihren Job echt gut. Die Mittlere, ich weiß gar nicht, in was die ausgebildet wird, aber die kennt sich halt auf dem Raumschiff aus, weiß, wie sie die Sachen repariert, wenn sie kaputt gehen, etc. Und der Junge ist ähnlich wie seine größere Schwester, der weiß halt über die Technik Bescheid, ne? Und wie das Raumschiff funktioniert und wie man das fliegen kann und so. Die Beziehung der beiden Eltern ist, wie gesagt, ziemlich kaputt. Sie versuchen sich aber zusammenzureißen, um eben ihre Kinder glücklich zu machen und eben auch das Ganze zu überstehen, was da passiert. Auf dem Planeten passieren sehr, sehr viele schlimme Sachen, ausgelöst von Dingen, die auf dieser Welt leben oder Dinge, die mit ihnen zusammen abgestürzt sind oder auch Menschen, von denen sie eigentlich dachten, sie haben alle das gleiche Ziel. Weil sie sind ja nicht die Einzigen, die auf dem Planeten gelandet sind. Und ja, ist sehr, sehr spannend, gut erzählt. Es passiert sehr viel auf einmal, was wir tatsächlich auch zum Beispiel bei The 100 oder auch bei Lost haben, dass sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig passieren und es immer wieder so hin und her geschalten wird. Quasi die eine Gruppe erlebt gerade das, die andere Gruppe erlebt gerade das und die müssen versuchen, sich gegenseitig da aus der Patsche zu ziehen. Fand ich gut. Ich habe dann überlegt, wie kann diese Staffel enden, weil
es war alles so ein bisschen aussichtslos, was da auf diesem Planeten passiert ist. Und ich finde, die Serie hat einen super tollen Cliffhanger hingekriegt, der wirklich extrem spannend ist und wo ich jetzt mich tatsächlich schon jetzt schon auf die nächste Staffel freue. Es hat echt Spaß gemacht. Das ist ein richtig schönes Sci-Fi-Abenteuer. Kann ich nur jedem empfehlen. Hat 10 Episoden. Die erste Staffel kann man also zwischendrin mal gucken. Empfehlung. Da beide Daumen hoch angucken. Mhm. Kennst du was von den vorhergehenden? Also es gab ja schon mal eine ganz, ganz alte Fernsehserie. Genau, aus den 1960ern. Nee, die habe ich nicht gesehen. Oder diesen Film, diesen unsäglich schlechten Film. Ich weiß, dass es einen Film gab. Ich meine eigentlich auch, dass ich den mal gesehen habe. Aber ich habe mich jetzt nicht dran erinnert. Also nur weil ich die Neuauflage gesehen habe, habe ich jetzt nicht gedacht, ach, das war ja in dem Film genauso oder so. Sondern ich habe wirklich, ich habe den Film bestimmt gesehen, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran. Ich kann wirklich frei von der Leber weg sagen, die neue Netflix-Serie ist echt gut. Okay, na, ich werde mal reingucken. Ja. Ich habe gerade hier geschaut, ins Hausaufgabenheft bei Fortsetzung folgt, da ist es nicht dabei. Für die nächste Sendung nicht dabei. Wir müssen ja nicht, wir planen ja meistens so 1-2 Wochen. Also wenn wir mit der einen Sendung fertig sind, wir nehmen ja alle 2 Wochen auf. Wir müssen ein bisschen Zeit haben, die auch zu gucken. Hier. Wir sind ja nicht so, dass wie du jetzt hier einfach mal alles wegsaugen, was da... Entschuldigung. Ich dachte, das ist mein Job. In einer Nacht alles wegsaugen hier. Das stimmt gar nicht. Die Serie gibt es schon seit einer Woche. Ja, eben. Und wir haben ja erst vor etwas über einer Woche aufgenommen. Und ja, aber da war ich nicht dabei. Das kommt ja bei Netflix, dann meistens muss ja plötzlich dann und dann kriegt man es irgendwie, ja. Die kam irgendwie freitags raus und ich habe jetzt heute die letzte Folge. Ich habe es mal in die Merkliste eingetragen für die nächste Folge. Das werden wir dann, wenn wir die nächste Folge dann aufnehmen, werden wir es dann mal besprechen, ob wir das gucken, aber bestimmt ja. Echt gut. Klingt interessant. Ja. Ich werde da mal einen Blick reinwerfen, so Weltraumsachen. Das, ja, interessiert mich ja schon ein bisschen. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich habe heute wieder was aus dieser Rubrik hier. Games. Gehört es eigentlich fast mit in die sonstigen, weil da auch Amazon dabei ist. Ich habe die Amazon Echo Buttons gekauft. Habt ihr die eigentlich auch schon? Ihr habt doch alles ausgestattet bei euch. Nein, die habe ich nicht. Ihr habt doch alles ausgestattet mit Echo. Ihr könnt doch quasi das Licht einschalten und sonst was alles. Nein, habe ich mich bisher dagegen gewehrt. Echt? Was heißt bisher? Da gibt's... Gibt es die auch schon länger? Ich habe es irgendwie jetzt letzte Woche... Ich warte jetzt auf deine Rezension. Wir haben viel Spaß damit. Die kamen gestern oder so. Gestern kamen die an. Und die Echo-Buttons sind halt nichts anderes als zwei, wie man es kennt, so von Quiz-Spielen, ja? Zwei so Buttons. Und die können in verschiedenen Farben leuchten, je nachdem, wie die angesteuert werden. Man muss die an das Amazon Echo anmelden. Und dann gibt es ja momentan noch, ich glaube, 6 bis 8 Spiele, die man spielen kann. Es sind halt entweder Reaktionsspiele, wo es halt darum geht, wer zuerst drückt. Gibt es zum Beispiel so eine Art, so ein Western-Spiel, wer zieht zuerst oder wenn bestimmte Farben aufleuchten, dass man dann drücken muss. Und dann gibt es aber, was eigentlich viel mehr Spaß macht, so natürlich Quizspiele, ja, wo dann derjenige, der die richtige Antwort kennt, auf den Buzzer drücken muss. Oder da gibt es so ein Spiel zum Beispiel, da werden immer Buchstaben gesagt und wird am Anfang gesagt, zum Beispiel eine Blume mit 8 Buchstaben und dann werden wild durcheinander irgendwelche Buchstaben genannt, die in dem Wort vorkommen. Und wer halt dann zuerst drückt, hat es gewonnen. Also kleine Spielchen, die aber ziemlich viel Spaß machen, also groß und klein. Ich habe es vorhin mit meiner Frau gespielt, das Ding, mit den Dingern. Und gestern mit meiner Tochter die ganze Zeit, dann hat die auch sogar alleine gespielt, weil es gibt auch Spiele, da kann man alleine spielen mit dem Echo-Button. Ja, macht Spaß und kostet ja nicht die Welt und wer eh ein Amazon Echo hat und vielleicht ein bisschen spielaffin ist, kann sich die Dinger ruhig mal holen. Da werden demnächst bestimmt noch mehr Sachen kommen. Ich hoffe ja mal, dass zum Beispiel, was weiß ich, so ein Musikquiz oder sowas oder so eine Art You Don't Know Jack oder sowas, dass das vielleicht... Oh, ist ja auch, You Don't Know Jack, ja, oh mein Gott. Ist ja auch geplant für die Switch, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist ein Klassiker. Aber das wäre natürlich cool, wenn das für die Echo-Buttons kommen würde, sowas in der Art. Dann hast du halt richtige Quiz-Bumper zum Drücken. Das würde ich cool finden. Oder was ich auch für kleinere, dass mein Kleiner, der konnte jetzt mit den Spielen noch nicht so viel anfangen, die da drauf sind. Wenn da zum Beispiel für kleinere Kinder, was weiß ich, irgendein Tiergeräusch und dann kann man drücken, wer es erkennt, was für ein Tier ist oder so. Ja, aber kommt bestimmt alles noch. Ist ja relativ neu und die
die App-Entwickler für diese, für das Amazon Echo, die sind ja da ganz agil. Da wird viel passieren. Also Empfehlung von mir, Echo-Buttons. Wer die auch hat, kann sich ja mal gerne melden in den Kommentaren. Dann schauen wir mal. Vielleicht habt ihr ja noch Empfehlungen. So, dann sind wir eigentlich schon in dem allgemeinen Bereich angekommen und auch in der Rätselecke. Rätselecke. Ich habe Mails bekommen, Kate. Mails, ja? Und Facebook, Messages und WhatsApp von Leuten, die gesagt haben, oder von Leuten, die mir die Lösung geschickt haben für mein Zitate-Rätsel. Und da habe ich gesagt, schick das mal bitte an die E-Mail. Da haben sie gesagt, ja, habe ich letzte Woche auch hingeschickt. Dann war die Kate nicht da und dann wurde das nicht genannt, dass ich es richtig habe. Ja, ja, aber das können wir doch alles nachholen. Genau, habe ich auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, schick es bitte trotzdem zu dir. Also müssten mindestens 3 angekommen sein, wo ich gesagt habe, ich soll es an die E-Mail-Adresse schicken. Okay, also dann gucken wir doch mal. Also ich habe einmal wir lösen jetzt mal noch vom letzten Mal auf. Ja, da hat der Thomas beschrieben, er glaubt, dass Mainz, das war der Koch, der nicht kochen dürfte, Ratatouille ist. Und bei dir hat er gesagt, ziemlich beste Freunde. Und dann habe ich noch von der Steff eine E-Mail bekommen. Sie tippt natürlich bei mir auch auf Ratatouille. Bei dir ist sie nicht drauf gekommen. Dann habe ich noch den Super Goofy, der auch Ratatouille erkannt hat. Und gucken wir mal schön, wer hat denn noch geschrieben? Das ist schon die nächste. Also ich habe tatsächlich Ratatouille das da gehabt und hattest du ziemlich beste Freunde? Pah, ich glaube ja. Weißt du das noch? ich glaube ja. Das, du glaubst ja. Ja, ich glaube es war's. Glauben ist nicht. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe es ja letzte Woche aufgelöst, glaube ich, selber. Ach so, ja dann. Weil ich hab hier so ein kleines Notepad und da lösche ich das dann immer, wenn das Erraten ist, dann durch ist. Ich weiß jetzt noch von letzter Woche, da steht es nämlich noch drin. Ja, da habe ich auch E-Mails bekommen. Zum Beispiel vom Rainer, der ist sich ziemlich sicher, dass dein Film Zurück in die Zukunft ist. Dann hat auch noch die Steff geschrieben und dass sie sich tatsächlich auch sicher ist, weil sie hat ihn ungefähr 100 Mal schon gesehen und mitsprechen kann. Und dein Filmzitat war auch Zurück in die Zukunft. Und der Thomas hat auch geschrieben Zurück in die Zukunft. Also wir haben hier 3-mal Zurück in die Zukunft. Ich glaube, das waren die 3, die sich da auch irgendwie gemeldet hatten. Ja, genau. Ja, ist natürlich richtig. Das Zitat war für alle, die letzte Woche die Sendung nicht gehört haben. Ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit, aber eure Kinder fahren da voll drauf ab. Ja. Das sagt übrigens Marty McFly, nachdem er Johnny B. Goode gespielt hat, völlig ausrastet auf der Bühne mit seiner Gitarre. AC/DC-mäßig. Ja, ich erinnere mich dran. AC/DC-mäßig über die Bühne rockt. Mhm. Voll geil. Und alle gucken ihn an, so, was tut der da? Denk. Ja, cool. Ich habe auch ein neues Rätsel. Du hast ein neues, ich habe auch eins. Sehr gut. Soll ich anfangen? Na, selbstverständlich. Na dann, bitte aufpassen. Die frisch Vermählten verbringen ihre Flitterwochen in der Dominikanischen Republik. Kurz nach ihrer Ankunft verschwindet er spurlos. Seine Frau bittet die örtlichen Behörden verzweifelt um Hilfe. Doch ihr Anliegen trifft auf taube Ohren. Das ist doch der Film mit der GoPro-Kamera, ne? Wo die GoPro verlieren, wo man dann rückblickend dann sieht, was alles passiert ist, oder? Den hatten wir in der Sneak. Nein, das ist er nicht. Aber es wäre lustig. Nein, das ist er nicht, tut mir leid. Ja. Ich habe ein Filmzitat. Genau. Und hier bin ich mal gespannt, wer das genau rausbekommt, weil das ist nicht ganz so ein. Also es ist schon, man weiß schon, man glaubt zu wissen, was es ist, aber dann ist es vielleicht doch nicht ganz genau das Richtige. Also, es geht los. Mir geht es gut, ganz ruhig, mir geht's gut. Das kann ich nicht glauben. Wir haben gerade unsere Freundin mit einer Kettensäge zerstückelt. Nennst du das gut? Ah, und ich weiß, welcher ist es. Du weißt es bestimmt nicht ganz genau, welcher das ist. Doch, bin mir relativ sicher. Mit genau diesem Wortlaut. Ist es nicht der Film, den du jetzt gerade glaubst, dass es ist? Aber gut. Ja, bin das gespannt. Das sind nicht die Druiden, nach denen ich suche. Genau.
hier in dieser Bar in Mos Eisley trifft sich der Abschaum des ganzen Universums. ja, bin gespannt, wer das rauskriegt. Schreibt's an Kate mit K, kate@kinocast.net. Das wird auch mit Sicherheit ankommen. Und ja, dann gehe ich mal weiter in die sonstigen Themen. Zum einen habe ich letzte Woche noch was vergessen, nämlich vorletzte Woche oder in der vorletzten Sendung, sagen wir so, hatte ich ja erwähnt bei den Amazon-Käufen, dass da jemand so einen richtig coolen Monitor gekauft hatte. Vielleicht erinnert sich da jemand. Und Chris, die Nachricht, die du mir gerade schreibst, ist falsch, die Lösung. Ah, oh. das ist aber weit entfernt. Ich will es auch wissen, Chris, was dachtest du? Schick's mir auch. Psst. Nö. Jedenfalls hatte da einer so einen richtig geilen Monitor gekauft, irgendwie so ein nicht 16:9, sondern ich glaube 21:9 Monitor mit einer richtig hohen Auflösung, wo ich noch gesagt habe, boah, das ist ja geil und so. Hab ja versucht zu rätseln, für wen das, was das sein könnte. Und da hat sich tatsächlich bei mir eine Firma gemeldet, die heißen Jamit Labs. Die haben auch eine Webseite, jamitlabs.com. Ich werde sie mal ausnahmsweise mit verlinken. Auf Twitter heißen sie auch @JamitLabs, also J-A-M-I-T Labs. Und das ist so eine coole Softwarefirma. Die stellen ihren Mitarbeitern so richtig geile Monitore bereit. Ne? Ich meine, auch nicht schlecht. Ne? Wenn, auf Arbeit, wir haben da irgendwelche Dell, irgendwie hier mit irgendwie ganz Standard und so. Ja, also die suchen auch Leute. Hat er mir auch dann über Twitter ist dann nette Kommunikation entstanden. Also, wenn ihr einen richtig coolen Firma anfangen wollt, ihr könnt ein bisschen programmieren und kennt euch da ganz gut aus, guckt euch das mal an. Dann könnt ihr einen von diesen geilen Monitoren. Und wenn da noch richtig viele anfangen, vielleicht kauft dann die Firma für jeden Mitarbeiter so ein Ding über unseren Affiliate. Das wäre super. Ansonsten weiß ich, dass die uns hören. Viele Grüße hier von uns aus. Und ich werfe gleich mal einen Blick rein, was so in der letzten Woche bei über unsere Amazon-Links gekauft wurde. Oh, ist gar nicht so viel diesmal. Ein LED-Schlüsselfinder mit Ton. Muss ich gleich mal angucken. Sind das die von früher? Tatsächlich, oh, das sind die von früher. Chris, kennst du die eigentlich, diese Schlüsselanhänger, wenn du gepfiffen hast, dann haben die so geantwortet. Ja, ja? Kenne ich. Die gibt's anscheinend wieder. Oh. Bei Amazon. Heißen LED-Schlüsselfinder. Warum die LED? Back to the 90s. Ja. Achso, die haben gleichzeitig noch ein Licht dran. Da kannst du drücken, wenn du das Schlüsselloch nicht findest. Aha, zwei Stück. Na cool. Ja, das hat damals immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allem in der Schule, wenn man dann so eine Hosentasche stecken hatte und dann hat der Lehrer geredet. Mit einmal hat es gebiepst, obwohl überhaupt niemand gepfiffen hat. Ja, sonst war leider nichts von den Bestellungen hier. Ja, wenn ihr Kinokasten unterstützen wollt, nutzt die Affiliate-Links, also die Filmempfehlungen, die wir auf kinokast.net haben. Oder guckt mal rein oben bei Danke für eure Unterstützung. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Das hatte zum Beispiel auch der Jürgen gemacht. Der hatte uns einfach mal die Serverkosten für das erste halbe Jahr. Also wir laufen immer noch auf Jürgens freundlicher Spende. Danke, Jürgen. Danke, Jürgen. Jawohl. Und ich schaue mal noch, ob wir Kommentare. Wir hatten, glaube ich, zwei Kommentare in der letzten Sendung. Ja, nee, drei mittlerweile. Hat jetzt gerade einer noch geschrieben, während wir aufnehmen. Vorhin waren es irgendwie zwei. Der Supergoofy schreibt hier, er glaubt, das ist das erste Mal, dass er das Filmrätsel von mir wusste. Sogar sofort und ohne Zweifel. Ja. Der Thomas hat. Ja, stimmt. Der Thomas hat sich auch A Quiet Place angeschaut. Und er sagt, es war spannend und beklemmend. Und ihn überzeugten Blunt und Krasinski als besorgte Eltern. Er gibt 7,5 von 10 Punkten. Ach, Lost in Space hat er auch geguckt. Siehst du mal, Kate. Die Serie wirkt ungewollt komisch, wo sich die Charaktere nicht der Situation entsprechend verhalten. Die Spannung bleibt aus und Logikfehler sind auch zu viel vorhanden. Zu viel Drama, zu wenig Abenteuer. Eine ganze und eine halbe Folge gesichtet und dann aufgehört, mich unnötig zu quälen. Dann schaut er lieber den Film von 98. In Klammern hab ich ja erwähnt, dass der ganz furchtbar ist. Oh, Kate, hi. Jetzt bin ich ja gespannt hier. Da musst du dir eine eigene Meinung bilden. Ja, da werde ich nicht drum rumkommen. Das werde ich wohl tun müssen. Also wir reden hier von Sci-Fi-Absturz auf einem fremden Planeten. Logikfehler sind da irgendwo klar. Die wichtigste Frage, gibt es sprechende Tiere? Nein. Okay. Ja, Haie? Haie eventuell? Nein. Ein Roboter gibt. Ein großer?
Ja, ein großer. Oh, das ist gut. Den sieht man auch auf dem Plakat schon. Jetzt, wenn ich der Logik von Chris folge, hat die Serie schon mal mindestens einen Punkt bei mir. Der Roboter ist sogar echt cool. Ja. Mhm. Ist der so wie bei Per Anhalter durch die Galaxis so ein bisschen depressiv oder ist der... Nein. Okay. Der hat andere Probleme. Der ist eigentlich böse, aber... Geht doch nichts über böse. Aber der kann auch anders, der kann auch lieb sein. Okay. Ich kann auch anders. Bei diesem, er kann auch lieb sein, kommen gleich bei mir wieder die Bilder von Shape of Water irgendwie hoch, da mit dieser Handbewegung. Nein, der ist eigentlich böse. Und dann rettet aber der Will Robinson, der Jüngste, ihm das Leben. Und seitdem ist er nett, ist er lieb und sie sind quasi Freunde. Okay. Aber da passiert dann auch noch ganz viel anderes, deswegen darf ich... Also machen wir es so, das hat ja jetzt ein bisschen Staub aufgewirbelt hier. Ich glaube, ich wäre bis zur nächsten Folge, werde ich auf jeden Fall mal in Lost in Space reingucken und dann werde ich mal... Ja, mehr als nur anderthalb Folgen. Boah, wenn es mir nicht gefällt, gucke ich nicht mehr als eine Folge, also das schaffe ich nicht. Aber da passiert noch so viel Side-Story, die echt wichtig ist. Also wenn mich die erste Folge nicht catcht, gucke ich nicht weiter. Ich bin jetzt mittlerweile... Na gut. Da gibt es einfach viel zu viel. Du musst aber bedenken, die sind dafür ausgebildet, weil da passiert in der ersten Folge schon relativ viel, wo du denkst, jeder normale Mensch würde wegrennen. Ja, aber die sind ja dafür ausgebildet, in Notlagen, auch die Kinder, in Notlagen besonnen zu reagieren. Hallo, ich gucke Haifilme, Ice Sharks, wo Leute ständig dumme Sachen tun. Also nicht zu verwechseln mit Snow Sharks. Nicht zu verwechseln mit Snow Sharks, ja. Der Chris hat sich einfach verabschiedet. Nee, er hat gerade geschrieben, er ist irgendwie rausgeflogen. Ich versuche ihn mal wieder reinzuholen. Aber er ist eigentlich noch drin. Wenn ich jetzt wüsste... Kate, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay, habe ich die richtige Verbindung getrennt. Ich versuche ihn mal neu reinzuholen. Kleinen Moment. Ansonsten sind wir ja auch eigentlich so weit durch hier. Ich probiere es nochmal. So, mal gucken, ob er gleich wiederkommt. Das werden wir dann gleich hören oder auch nicht. Da kann ich noch erzählen, wir haben gerade für die letzte Fortsetzung Folge eine neue Serie geschaut. Die heißt irgendwie The Good Girls. Die ist extrem gut. Die Serie. Wo gibt's die? Weiß gar nicht, womit die hatte irgendwie ein Rezensionsmaterial bekommen gehabt. Da geht es nämlich um drei Frauen, die irgendwie so Jobs haben, aber dann passiert auch einiges, sodass sie dann irgendwie auf die Idee kommen, doch mal einen Laden zu überfallen. Und dummerweise ist dieser Supermarkt, da steckt so ein bisschen die Mafia dahinter und die erbeuten plötzlich statt irgendwie 30.000 Euro, die sie eigentlich hatten, erbeuten sie irgendwie eine halbe Million. Und dann ist plötzlich die Mafia hinter denen her und das entwickelt sich alles ganz cool und so. So ein bisschen wie Ozark, aber auf lustig. So. Mm. Ozark war ja cool. Ja, aber halt, das war ja sehr düster und dramatisch und das hier ist eher lustig, weil die handeln halt total, total krass und ja, Good Girls. Ganz empfehlenswert. Na gut, einen Chris bekomme ich hier irgendwie nicht mehr rein. Ich denke mal, ich sag's in seinem Sinne auch, wenn ich den Hörern von ihm auch eine schöne Woche wünsche und alles Gute und so. Und Kate, da bedanke ich mich bei dir. Kannst dann Chris nochmal ausrichten. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.